Ah, endlich ist das Haus fertig. Ja. What the fuck? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Review. Ja, nach langer Zeit gibt es davon auch mal wieder was. Und heute bin ich mit dem Falling Meteors Mod da. Dieser ist auch in Hexe drin, was ich gerade mit dem Mario ja zusammen aufnehme. Und genau, den wollte ich mal heute vorstellen, weil ich den an sich ganz cool finde. Allerdings schon mal als kleinen Hinweis vorher, ihr solltet vielleicht eure Welt vorher backuppen, bevor ihr diesen benutzt, falls ihr die Welt danach noch verwenden wollt. Da diese Meteoren ziemlich viel Schaden anrichten können. Aber gut, genug der Worte. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt an. Wir haben zum einen, also der Mod fügt natürlich Meteoriten hinzu. Diese können in gewissen Abständen von selbst mal herunterfallen und dort dann Krater hinterlassen, in denen auch einige Erze drin vorkommen. Beziehungsweise bei einem Meteoriten kann dabei auch speziell der Creeper spawnen, welche ordentlich Schaden machen. Genau. Zum einen gibt es da das normale Meteoritengestein, das Frostorite Meteoritengestein und das Hellurite Meteoritengestein. Diese werden von dem der hier von Meteoriten ganz, vom ganz normalen Meteoriten gespawnt. Der Frostorite wird von einem Meteorit natürlich gespawnt und der Helluride von einem Helluriten. Es gibt auch noch weitere, wie zum Beispiel den Kitty-Meteoriten und den Secret, oder, ja, ich glaube, der hieß Secret-Meteorit oder so eine Art, werden wir nachher nochmal sehen. Diese machen aber allerdings keine anderen Steine. Die werden sehen nur anders aus und haben ein bisschen andere Eigenschaften. Genau. Würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Wenn man diesen Meteorit hier hinstellt, so, und mal in den Game Mode 0 geht. Übrigens, also zumindest bei mir war es so, wenn man diesen Mod installiert, dann wird die Schriftart geändert. Ich finde, das sieht zwar nicht so schlecht aus, aber dadurch wird die auch um einiges kleiner. Muss man eben wissen. Wenn man diesen hier hinstellt und sich eine Spitzhacke nimmt, ich werde mir jetzt mal kurz hier die Meteoritenspitzhacke nehmen, auf die gehe ich auch noch gleich genauer ein, und den dann abbaut, kommt gar nichts raus. Normalerweise, also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, kommen. Gut, das war sehr clever von mir. Dann hole ich mir gleich mal ein paar mehr. Hier, schön Spoiler hier, alle schöne Items, genau. So, jetzt muss aber mal hier was rauskommen. Ah, genau. Kriegt man auch ein neues Achievement, nicht von dieser Welt. Die Achievements könnt ihr euch hier mal anschauen. Gott, wo sind denn die? Muss ich selber erstmal schauen. Ohne Momente. Achso, Der Himmel fällt uns auf den Kopf. Man muss das natürlich hier umstellen. Hier hat man jetzt verschiedene Sachen. Wir haben jetzt nicht von dieser Welt geschafft. Weiter kann man dann zur anziehende Wirkung kommen. Das kann, braucht man eben genügend von dieser Sorte, damit man sich die Werkzeuge aus den Meteoriten herstellen kann. Und diese haben eben einen Magnetiteffekt drauf, aber dazu kommen wir noch später. Weiterhin gibt es dann noch gut informiert, True Power. Und wir sind sicher. Und noch viele weitere, aber das könnt ihr alles selbst herausfinden, was sie können. Und genau. So. Die Meteoriten-Axt habt ihr jetzt schon gesehen. Die ist nicht nur sehr schnell, sondern hat zum anderen auch Magnetisierung 1 drauf. Und wie ihr gerade gesehen habt, wenn ich damit was abbaue, fliegt das direkt zu mir hin. Zum Vergleich, wenn ich mal hier eine andere nehme. Dann bleibt es liegen. Erst wenn ich das Ding in die Hand nehme, wird es zu mir angezogen. Das finde ich ist eigentlich ein sehr cooler Effekt. Das Doofe ist nur, wenn man die Rüstung hier trägt. Es gibt dafür auch eine Rüstung, die haben auch überall Magnetisierung drauf.
und man dann den Helm anzieht oder irgendein anderes Teil anzieht, man dann einem Mitspieler was zuwerfen will. Es ist eine Forge-Mod, deswegen ist sie auch Multiplayer-kompatibel. Ja, merkt ihr schon, das funktioniert nicht ganz so. Das heißt, man müsste jedes Mal hier diesen Helm wieder ablegen und dann könnte man sie rauswerfen. Anders geht das nicht. Genau. Dann hätten wir das. Davon gibt es auch eine ganze Rüstung. Ich kann die ja mal komplett anziehen, damit ihr seht, wie viel Rüstung die macht. Also die Schuhe machen so, 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 so. Also schon relativ viel. Das dürfte im Vergleich dazu mit, ich bin mir nicht sicher, eine Eisenrüstung. Doch, ich glaube, eine Eisenrüstung hinhauen. Genau. Weiterhin gibt es dann noch eine Meteoriten-Axt, eine Schaufel und eine Hacke. Und die haben alle diesen Magnetisierungseffekt drauf, das heißt, werden immer die Items angezogen. Genau. Kommen wir nun zum Frostaritenzeug. Wenn man diesen abbaut, dann kriegt man. Auf jeden Fall kriegt man dann das Ding hier raus. Ich will jetzt nicht nochmal so mir so ein Teil holen müssen. Und daraus kann man sich eben auch ganz alle möglichen Werkzeuge herstellen. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, man kann die sogar kostenlos verzaubern. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Auf jeden Fall bei Hexed funktioniert es so. Ich kann es mal gerne ausprobieren. Ich tue jetzt mal hier irgendwas rein. Okay. Aus irgendeinem Grund kann man die jetzt nicht mal verzaubern. Bei Hexed ging es auf jeden Fall. Dann war das vielleicht durch irgendeine andere Mod möglich. Genau. Die haben eben erhöhte Unterwasser-Krabbgeschwindigkeit oder Abbaugeschwindigkeit drauf. Das ist bei einigen Sachen relativ sinnlos, finde ich. Wie zum Beispiel hier Frostariten-Axt. Ich meine, wie viele Bäume wachsen unter Wasser? Aber zum Beispiel die Frostariten-Hack ist auch ganz cool. Und zwar, wenn man dann hier was ackert, dann wird es auch direkt bewässert. Zum Vergleich, wenn man eine andere Hacke nimmt, das wird dann eben nicht bewässert. Das ist eigentlich ganz cool. Das Problem ist bloß, das bleibt nicht ewig. Das geht natürlich dann auch wie beim normalen Bewässerung irgendwann wieder weg, wenn die Wasserquelle weg ist. Und deswegen, ja, das bringt eigentlich nur was, wenn man wirklich schnell was anpflanzen will. Genau. Weiterhin gibt es hier das Frosterit im Zeug. Das hat Atmung, Wasseraffinität, Kälteberührung und Kälteberührung drauf. Die finde ich ein bisschen dumm, die Rüstung auch. Die macht auch nur halb so viel. Ich glaube, die macht. Ach, keine Ahnung. Ich kann leider das nicht so gut vergleichen. Die ist zwar schön und gut. Wasserberührung ist übrigens, dass man auch über Wasser laufen kann. Wie man hier schön sieht. So. Der einzige Nachteil an dieser Sache ist, zum einen kann man damit seine Felder schön zerstören. Und zwar, indem man einfach die Wasserquelle wegmacht und dann gehen die ganzen Pflanzen kaputt. Aber auch, stellt euch vor, ihr werdet von irgendwelchen Monstern verfolgt, habt kaum noch Leben und eure letzte Hoffnung ist, von einer Klippe ins Wasser zu springen. Und ihr vergesst, dass ihr diese Rüstung anhabt. Dann kann es auch mal schnell fatal werden, im Normalfall, in dem Fall jetzt nicht. Das könnte jetzt einfach daran liegen, dass ich so einen schlechten PC habe. Aber da kann man auch mal schnell sterben. Weswegen man überlegen sollte, ob man diese Rüstung wirklich immer trägt oder ob man zum Beispiel bei den Schuhen und bei der Hose was anderes trägt. Genau, wir können es ja nochmal probieren, ob wir jetzt Fallschaden kriegen. Nee. Also manchmal kriegt man Fallschaden, manchmal nicht. Ich glaube, das liegt auch daran, wie gut der PC ist. Also es hätte doch auch Vorteile, einen schlechten PC zu haben. Genau. Kommen wir nun zum Helluriten. Mein persönlicher Favorit, muss ich sagen. Der Block sieht so hier aus. Ich kann ihn auch mal platzieren. Und dieser erkaltet nach einer Zeit. Zumindest wenn ich weiß nicht, ob es auch so ist, wenn man ihn platziert. Auf jeden Fall, wenn der Meteorit gelandet ist, dann erkaltet der nach einer Zeit und wird zu Obsidian. Deswegen muss man sich beeilen, wenn man so einen Meteoriten sieht. Dann kriegt man diese Helluritenbruchstücke raus. Auf Englisch heißt sie übrigens Knackerite, die Rüstung. Und daraus kann man sich eben den
das ganze Zeug hier machen. Ach ja, ich sollte vielleicht mal noch zeigen, wie man das alles macht. Wie eben eine normale Rüstung bei den ganzen Sachen und die Werkzeuge eben statt mit Stöcken mit Eisen. Genau. Das ist hier bei. Ach nicht, hier braucht man nur einen Stock. Genau, ich würde euch empfehlen, macht Not Enough Items drauf, dann könnt ihr euch die ganzen Rezepte nämlich anzeigen lassen. Hier brauchen wir auch nur Stöcke. Also ich würde euch empfehlen, mal nachzuschauen. Genau, das ist, glaube ich, das Beste. Wenn ich es richtig sehe, ist es sogar nur bei der Meteoritensachen, bei den Meteoritensachen so, dass man da Eisen braucht. Bei dem Rest alles nicht. Genau. Die Helloritenrüstung hat zum einen Feuerschutz, also sagen, man ist da eigentlich komplett immun. Man kann da keinen Schaden von irgendwas kriegen, also was mit Feuer zu tun hat, meine ich jetzt. Man könnte in Lava baden oder ja, in Lava baden. Wie ihr seht, macht die auch eine ganze Menge Rüstung, also Vollrüstung. Und diese Kneckerite Meteoriten kriegt man auch mit am seltensten von den normalen Meteoriten. Wie schon gesagt, da gibt es ja noch zwei spezielle. Und genau, jetzt ist meine komplette Ordnung hier durcheinander, aber das ist egal. Deswegen finde ich, ist das auch ganz berechtigt. So, dann bleiben uns noch diese Sachen hier übrig. Zum einen das Vanillespeiseeis und das Schokospeiseeis. Das ist einfach nur was zu essen, kann man sich so hier machen. Da, wobei das Schokoladeneis gegenüber dem Vanilleeis ein bisschen mehr Hunger macht. Also Hunger wegmacht, so rum. Auf der Seite stand, weil es eben Schokoladeneis ist. Ja, aber ist eigentlich auch rein an sich logisch, weil man hierfür ja noch zusätzlich Kakaobohnen braucht. Und genau. dann gibt es hier noch das rote Meteoritenjuwel oder wie es auch heißt, Red Meteor Gem. Das wird von den ganz normalen Meteoriten selten mal getroppt. Beziehungsweise findet man manchmal auch in Truhen und zwar in von dem einen Meteoriten in den Truhen. Ich verrate schon wieder zu viel, das ist dumm. Und daraus kann man sich diesen Block hier machen, zum einen und zum anderen auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel, wo wir zu jetzt zur zweiten Truhe kommen, diese Detektoren hier und ich glaube auch diese Sumana, ich muss mal kurz nachschauen, genau. Also, das brauchen wir auch echt für eine ganze Menge Zeug. Und jetzt kommen wir auch schon zur zweiten Truhe, wie ich schon angekündigt habe. Hier habe ich nochmal die beiden Verzauberungen, die nochmal neu hinzukommen. Das sind einmal Magnetisierung und kalte Berührung. Was sie bringen, habe ich ja vorhin schon gezeigt. Die Meteoritenbeschwörer, die gucken wir uns später noch an. Hier haben wir jetzt noch drei Sensoren. Einmal den Meteoritenzeitmesser, den Meteoriteneinschlagmelder und den Meteoritennäherungssensor. Der Meteoriteneinschlagmelder zeigt die letzte Stelle an, wo ein Meteorit eingeschlagen ist. Zumindest rein theoretisch, bei mir hat das irgendwie noch nicht so wirklich funktioniert. Keine Ahnung, vielleicht habe ich das auch irgendwie falsch gemacht. Der Meteoritennäherungssensor schlägt Alarm, wenn sich ein Meteorit nähern sollte und scheinbar wird dort hinten bald einer einschlagen. Zumindest laut diesem Sensor. Und der Meteoritenzeitmesser, den habe ich auch noch nicht ganz kapiert, wie das, was der bringen soll. Der, ja, keine Ahnung, den habe ich nicht ganz kapiert, weil die Zeit misst er nicht und ich bin da nicht wirklich schlau draus geworden. Weil im Endeffekt zeigt er eben genau das gleiche an, was auch der anzeigt. Ich glaube, der Unterschied war gewesen, der hier zeigt in irgendeiner Richtung ein Meteoriten an, der als nächstes einschlägt, aber nicht unbedingt der am nächsten ist. Und der zeigt eben an, der am nächsten ist, aber nicht unbedingt der als nächstes einschlägt. So, das war, glaube ich, der Unterschied gewesen. Entschuldigung, falls entschuldigt, falls ich falsch liege. Ich habe, wie schon gesagt, den Sinn nicht, den Unterschied nicht ganz verstanden. Wir können das ja mal beobachten. Vielleicht schlägt da hinten noch einer ein. Laut dem Näherungssensor sollte es zumindest bei der Fall sein. Und kommen wir nun zu. Sind wir schon im. Machen wir erstmal den Meteor-Timer.
Dieser sendet ein Redstone-Signal, wenn ein Meteor bald einschlagen wird. Und zwar bis zu 15 Felder, je nachdem wie weit es geht. Und da kann man dann hier noch umstellen zwischen Quick Mode. Dabei wird der Timer nur dann ein Signal ausgeben, und das war ziemlich stark. Ich glaube, so stark wie eine Redstone-Torch. Wenn der wirklich kurz vorm Einschlag ist. Und den Power Mode, da gibt der wirklich so viele Felder aus, wie die Wahrscheinlichkeit ist, oder die, bis wie weit es nur noch hin ist, bis der nächste einschlägt. Genau, da könnte man sich dann hier so eine schöne Strecke bauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt 15 sind, keine Ahnung. Dann hier eine Lampe hinsetzen, und dann, ja, wenn der nächste einschlägt, sieht man, oh mein Gott, da schlägt der nächste Meteorit ein. Ich sollte mich am besten mal unter einen Baum stellen. Weil wir wissen ja alle, Bäume schützen vor Meteoriten. Genau. Kommen wir nun zum nächsten. Dem Meteoritenschild. Das ist jetzt natürlich doof, wenn ich den jetzt einsetze, dann sehen wir den nicht mehr, wenn der Meteorit einschlägt. Aber das ist jetzt auch egal, dazu kommen wir später sowieso noch. Der Meteoritenschild, den platziert man, und dann lädt er auf. Dabei macht er einen Ton, den habe ich jetzt ausgestellt, weil der manchmal ziemlich nervig ist. Und er ist fertig aufgeladen. Und hier unten steht jetzt, dass er bei 20% ist. Und dass diese roten Meteorjuwelen den Schild stärker machen. Das heißt, ich habe einen Haarmund. Einen Moment. Ja, das ist doof beim Reden. So. Hier kommen auch immer schon mal so schöne Partikeleffekte. Und dann wird so ein Ei rausgeschossen aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Das bedeutet im Endeffekt, dass die Reichweite erhöht wird, wenn ich jetzt mal hier schaue. Diese Lampen sind dafür da, wenn sie an sind, dann wird dieser Bereich noch geschützt. Und wenn, jetzt muss man platzieren, um zu sehen, wo die Grenze ist. Wenn sie dann aus sind. Das ist jetzt doof, dass hier Wasser ist. Ja, ich und die Planung, das ist echt, die sind echt Freunde. Hier. Genau. Und hier, dieser Bereich wird zum Beispiel nicht mehr geschützt werden. Das heißt, wenn jetzt hier ein Meteorit einschlägt, dann würde da alles, was hier ist, kaputt gehen. Allerdings könnte hier zum Beispiel keiner einschlagen. Dieses könnte man jetzt. Okay, zum Beispiel den ganzen Weg zu rennen. Also wenn einem dieser Platz nicht reicht, wenn man zum Beispiel eine große Insel hat, die man beschützen will, könnte man es rein theoretisch auch mit mehreren von diesen Meteorschilden machen. Wovon ich übrigens mal das Crafting-Rezept zeigen könnte. Wo haben wir ihn? Na? Ach, da. Den craftet man sich so, ist eigentlich relativ günstig. Und genau, kann man sich entweder mehrere von den Teilen platzieren, oder man nimmt sich eben dieses Meteor-Gem. Und dann kann man den damit füttern. Jetzt ist das zwar bei 40%. Wenn wir jetzt dahinter schauen. Ach, wisst ihr was? Kommt jetzt eh nichts mehr, wo ich das brauche, soweit ich weiß. Dann ist auch die Lampe hier hinten an. Im Moment nicht. Wir müssten sie erneuern. So. Und jetzt könnten wir hier noch ein Stück weiter fliegen. Und hier wäre es dann jetzt auch zu Ende. Also, das ist wirklich dann schon ziemlich weit. Man könnte das noch weiter treiben. Ich werde jetzt aber nicht jedes Mal hin und her fliegen, sondern nur jetzt noch ein bisschen zeigen. 100%. Dann kommt ja nämlich auch so ein Strahl, der irgendwie ein bisschen rumbackt, warum auch immer. Und dieser Strahl ist in der Farbe des letzten Meteoriten, der eingeschlagen ist. Im Moment ist es lila, das heißt, dass noch kein Meteorit eingeschlagen ist. Und jetzt geht das wirklich ewig weit. Ich kann mir mal ein Stückchen hinterfliegen. Ich glaube, das dürfte jetzt die komplette Insel sogar protecten. Können wir mal schauen. Hier geht es mal hinten hin. Ja, hier guck, hier ist es immer noch. Also, da ist man dann wirklich ausgesorgt, aber dieses Meteor-Gem, das findet man nicht allzu häufig. Zumindest habe ich es bisher noch nicht so wirklich gefunden. Ja, das geht also ewig weit hier. Hier ist jetzt die Grenze ungefähr. Also, das ist wirklich
Da kann man eine ganze Menge drinne bauen, um das dann zu protecten. Und genau. Ja, dann kommen wir nun zum nächsten. Wenn wir zurückfinden zumindest. Wir müssen einfach dem komischen lila Strahl folgen. Da ist es nicht da, also. So. Jetzt können wir das mal hier reinstecken. Und kommen wir nun zum letzten, zu den Meteorbeschwörern. Wie ihr seht, gibt es insgesamt 6 Stück. Die craftet man sich übrigens so, zum Beispiel. Also das ist der. Das ist einer, dann gibt es hier noch so einen. Genau. Genau. Und also den Katzenkometenbeschwörer, den unbekannten Meteoritenbeschwörer, den Helloritenbeschwörer, den Frostaritenbeschwörer, den Meteoritenbeschwörer und den Meteoritenbeschwörer. 2 Meteoritenbeschwörer. Da muss doch irgendwas schiefgelaufen sein. Nein, das ist nicht der Fall. Und zwar ist der Unterschied zwischen den beiden. Oh, da ist noch ein Haus. Dass dieser hier, der rote, ein random Meteoritenbeschwörer ist. Der lässt, also der schießt irgendeinen oder lässt ihn fallen oder wie auch immer. Ist natürlich die Frage, wofür man das braucht. Es ist eben, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung haben will, so Spannung, Action, Schokolade, Meteoriten, was auch immer. Dann kann man diesen verwenden, der macht dann random irgendeinen. Ich werde jetzt mal ein Stückchen hier weggehen. Ach ja, übrigens, der Meteoritenschild hilft nicht gegen selbst gespawnte Meteoriten, also durch diesen Beschwörer gemachte Meteoriten. Da hilft er nicht. Genau, wir können jetzt einfach mal hier einen hinschießen. Die Partikel zeigen auch schon so ein bisschen an, was für ein Meteorit runterkommen wird. Und da kommt er, es ist ein Frosterite-Meteorit und zwar ein ziemlich großer. Es gibt nämlich auch unterschiedliche Größen. Dieser ist jetzt wirklich sehr groß. Da kann man eine ganze Menge mitmachen. Allerdings muss man sich beeilen, weil das ziemlich schnell schmilzt. Also wenn man Glück hat, dann landet so ein Ding im Winterbiom. Dort schmilzt es nämlich niemals. Weiterhin gibt es den Meteoriten. Dieser ist lila und kommt wieder so ein Riesenteil. Mal sehen. Ja. Jetzt leckt es gerade ein bisschen, das tut mir leid. Und bei diesem muss man aufpassen. Denn dieser kann Höllencreeper spawnen. Also nee, Alien Creeper spawnen. Dazu werde ich jetzt einfach nochmal einen neuen machen. Einen Moment. Los, komm. Jetzt ist es nur ein kleiner. Und hier sind jetzt 3 von diesen Alien Creepern. Ich kann ja mal eine in die Luft jagen, dann seht ihr mal, wie stark die sind. Ich kann ja mal einen in die Luft jagen. Ha, gut. Ne, das mache ich am Ende. Am Ende zeige ich euch nochmal, wie stark die explodieren. Einfach damit ich jetzt nicht das ganze Zeug verliere. So, den Frostariten habt ihr jetzt schon gerade gesehen. Der Hellorit beschwört eben diese Höllenstein-Meteoriten. Und der hat noch eine Besonderheit. Ich lasse ihn jetzt erstmal runterkommen. Schon wieder so ein etwas fetteres Teil. Genau, das, wir hatten das Glück, das ist gleich beim ersten Mal gekommen. Dieser spawnt ein Netherportal manchmal. Das führt einen dann irgendwo hin. Und wie ihr hier seht, der kühlt langsam aus. Wenn man sich nicht beeilt, dann ja, ist das Zeug schon weg. Und diese Alien Creeper kommen eigentlich nur aus dem Meteoriten hier, also braucht bei den anderen da keine Sorgen haben. Genau. Und jetzt kommen wir zu den letzten zwei Special Meteoriten. Bei dem unbekannten Meteoriten, den werde ich jetzt als nächstes mal zeigen, wer sich da nicht spoilern will, weil auf der Wiki-Seite wird der auch als lass dich überraschen angezeigt. Der sollte jetzt für die nächsten Sekunden mal wegschalten oder was auch immer machen. Aber ich werde es jetzt tun. Let's do it. So, dann kommt er jetzt gleich runter, hoffe ich. Da ist er. Und dieser lässt den Dings lecken. Nee. Es regnet gerade, das sieht man bei mir bloß nicht, weil ich den Regen ausgestellt habe, damit es nicht so nervig ist. Außerdem leckt es bei mir dann weniger.
Und dieser besteht aus verschiedenen Sachen und in der Mitte befindet sich eine Kiste. Genau. Und dieser sind verschiedene Sachen drinne, zum Beispiel Meteoriten, Brustplatten oder Diamanten. Ich kann ja mal noch einen spawnen, dann seht ihr, was da noch drin sein kann. Da können zum anderen auch, glaube ich, diese Meteor-Gems drin sein. Oh, ein großer. Wie ihr seht, ist der im Endeffekt genauso groß noch, aber der Krater ist größer und ich glaube, da sind auch bessere Sachen dran drin, wenn er größer ist. Genau. Hier Heloriten, Eisen, alles mögliche, bla. Und hier ist dieses rote Meteoritenjuwel, was ich gemeint hatte. Genau. Diese spawnen aber wirklich sehr selten. Also muss man wirklich Glück haben, wenn man so ein Ding findet. Kommen wir nun zum letzten, zum etwas merkwürdigen Katzenkometen. Dieser, ja, ihr werdet schon sehen. Oh, ein großer. Dieser spawnt nämlich Katzen. Genau, Weltraumkatzen. Die sehen irgendwie putzig aus. Und die kann man auch mit Fisch zähmen. Dafür kriegt man auch diesen einen Erfolg. Hier. Hier. Freundliche Katze. Benötigt außerirdische Katzen. Moment. Genau. Außerirdische Katzen, damit wird er eben kommt er eben. Und mit freundliche Katze, da kann man den eben zähmen. So, das waren so, glaube ich, alle. Das war es, glaube ich, an sich auch mit der Mod. Also man kann noch mit einem Game Rule Befehl, den ich gerade nicht auswendig weiß und auch nicht getestet habe, der aber im Forum Link drin steht, der unten in der Beschreibung drin stehen wird, können die selbstständige Spawnrate von Meteoriten auch ausgestellt werden. Und ich finde gerade nicht zum Spawn zurück. Ist auch egal. Ich wollte euch eh noch die Alien Creeper zeigen. Und dazu muss ich wahrscheinlich nochmal einen neuen spawnen. Machen wir einfach mal dorthin. So. Genau. Lande. A little meteorite. Aus dem diesmal keine Creeper rauskam. Ich probiere einfach mal aus, ob die jetzt kommen, wenn ich jetzt rausgehe. Ich glaube, die kommen, wenn man den Block abbaut. Ich nehme jetzt einfach mal hier so eine Spitzhacke. So. Warum habe ich jetzt die Errungenschaft dreimal auf Holz geklopft bekommen? Ach ja, das ist der Vorführeffekt. Ach, man kriegt Schaden durch die, wenn man da drauf geht. Okay, wusste ich gar nicht. Dann spawnen wir nochmal einen neuen. Da hinten geht ein Stückchen weg, weil das macht sonst Aua. Und schauen wir mal nach, ob da jetzt. Ah ja, da kommt so ein Alien Creeper auf einen jetzt zu. Und jetzt schauen wir mal. Der macht nämlich schon ordentlich Schaden. Und ich mache jetzt Dubstep in der Wand. Genau. Also vor dem muss man sich echt in Acht nehmen, weil die gehen eigentlich auch durch fast jede Rüstung durch. Ja, Minecraft. So. Gucken wir nochmal zum Spawn zurück, ob ich irgendwas vergessen habe. Da ist nochmal das Haus. Wie zerbombt die Landschaft jetzt schon einfach aussieht. Da ist der hässliche pinke Pissstrahl. Und hat sich hier irgendwas getan bisher? Nö. Okay. Zeigen die jetzt hier irgendwas anderes an? Ja, dass jetzt dort einer kommen soll. Ich frag gar nicht erst. Ich verstehe das Ding nicht und wer das versteht, kann es mir ja gerne erklären. Ich bin ja, wie schon gesagt, offen für solche Sachen. Und in der Hoffnung, dass ich jetzt nichts vergessen habe, danke ich mich, dass ich das ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet, egal ob positiv oder negativ. Das wäre mir wichtig, einfach weil, ja, dann kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Wäre schön, wenn ihr negative Bewertung gibt, mir unten in die Kommentare schreibt, was ich besser machen kann, weil sonst kann ich aus den Fehlern nicht lernen und ich würde sie immer wieder machen. Klingt ja logisch.
Genau, die Links zu der Mod und allem Möglichen steht unten in der Beschreibung. Und ja, das war's an sich eigentlich von dem Mod. Halt, stopp, da hätte ich doch beinahe die Installation vergessen. Das wäre total tragisch, weil die auch so schwierig ist. Die Sachen, die ihr dafür braucht, sind zum einen natürlich der Mod, dann Minecraft Forge und, wer hätte es gedacht, Minecraft. Wichtig ist, dass ihr Minecraft einmal gestartet habt, und zwar auf der 1.6.4 oder für welche Version der Mod in dem Moment raus ist, in dem ihr das Video guckt. Kann ja sein, dass ihr das für, wenn Mojang sich endlich mal entscheiden sollte, wegen Minecraft Coder Pack, dass sie dann auch mal alle ihre Mods updaten können. Wenn ihr das in dem Zeitpunkt guckt, dann solltet ihr natürlich eine andere Version nehmen. Aber genau, ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Und dann könntet ihr einfach die Forge doppelklicken, dann öffnet sich hier so ein Installer. Dort guckt ihr jetzt, ob das hier alles stimmt mit dem Pfad und so, klickt dann OK. Dann lädt er die ganzen Libraries und so runter und entpackt die alle und freut sich. Und das braucht mir gerade ein bisschen lange. Na egal. In der Zeit können wir ja schon mal hier unten Windows R App Data, beziehungsweise wenn ihr 32 Bit habt, müsst ihr da vor und dahinter noch ein Prozentzeichen setzen. Dann geht ihr hier in den Roaming-Ordner Minecraft. Und hier hat sich jetzt so ein ganzes Menge Gedöns gebildet. Das hier ist jetzt in der Zeit fertig. Wir aktualisieren das sicherheitshalber nochmal. So hat sich aber nichts geändert. Wir gehen in den Versions-Ordner und sehen, dass sich neben der 1.6.4 und der 1.7.2, die vorher schon drin waren, jetzt ein Ordner namens 1.6.4-Forge und dann irgendeine Zahl dahinter gebildet hat. Dort ist jetzt eben das Forge-Zeug drin. Ihr könntet jetzt gucken, ob es funktioniert, indem ihr das Minecraft nochmal startet. Das mache ich aus zeitlichen Gründen jetzt aber mal nicht. Dann, ich war so blöd und habe jetzt natürlich das Ding geschlossen. Ihr geht wieder rein. Und geht in den Mods-Ordner, der sich jetzt im Moment noch nicht gebildet hat. Den müsst ihr jetzt selbst machen, beziehungsweise wenn Minecraft mit Forge schon einmal gestartet hat, dann bildet er sich auch von selbst. Genau, dann startet ihr den Mods-Ordner, fügt dort die Mod ein und dann, genau, startet ihr Minecraft. Das lädt und lädt und. Habe ich schon mal erwähnt, dass der neue Launcher total hässlich aussieht? Egal. Dort erstellt er ein neues Profil, beziehungsweise bearbeitet ein schon vorhandenes Profil. Ich nenne das jetzt einfach mal Meteor. Meteoi, genau. So. Hier könnt ihr das verändern, das ist aber alles egal. Und hier unten wählt ihr jetzt statt der 1.6.4 die Forge-Version aus, also von der ihr gerade das mit dem Ordner und so. Dann geht ihr einfach auf Save Profile und achso, das Profil hat er hier auch schon angelegt, sehe ich gerade. Stimmt, das legt er auch immer von selbst schon an. Aber das kann ich irgendwie nicht starten, deswegen gehe ich einfach mal in mein Meteor-Dings. Weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund. Ah, okay. Da lockt sich einfach mal spontan aus. Jetzt geht das hier auch. Also der Ordner createt den Forge-Dings manchmal auch schon von selbst. Aber irgendwie nur manchmal. Deswegen habe ich das jetzt gerade nicht bemerkt. Und genau. Und so. Dann gucken wir mal, ob es funktioniert und starten das ganze Ding. Das braucht jetzt eine Weile. Das braucht noch eine Weile mehr. Lass uns in der Zeit über irgendwelche sinnvollen Themen reden. Wie wär's mit Pfannkuchen? Pfannkuchen sind lecker. Die sind mit Marmelade gefüllt. Bestehen aus Teig. Sind fluffig. Jetzt komm, jetzt start mal langsam. Ich fällt nichts mehr ein dazu. Ah, perfekt. Genau. Aus irgendeinem Grund hat sich jetzt die Schriftart nicht geändert. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Nee, ich weiß ernsthaft nicht, woran das liegt. Ist auch unwichtig. Und
Und jetzt schauen wir mal, hat sich das alles funktioniert? Falling Meteors. Und damit werden wir das gesehen, dass es funktioniert. Jetzt könnt ihr da alles machen und euch freuen. Und ich ziehe hier irgendwelche Fenster. Und genau, das war's jetzt mit der Mod. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch eine Bewertung ab. Diese kann auch negativ sein, denn wie ihr wisst, aus seinen Fehlern lernt man. Wäre allerdings schön, wenn ihr eine negative Bewertung gibt, dazu schreibt in den Kommentaren, was ich verbessern kann, weil ansonsten, ja, kann ich es nicht ändern und dann ist es immer so und dann, ja, haben wir alle nichts gekonnt. Genau. Die Links zu der Mod und zu Forge und Minecraft und allem möglichen Zeugs steht alles unten in der Beschreibung. Schaut einfach mal nach und freut euch oder so. Egal. Und genau, ich habe schon wieder viel zu viel gelabert. Also dann bis dann. Ciao.